Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge Fallout 4. In der letzten Folge haben wir hier beim Steinbruch aufgehört. Wir müssen dem Bree hier helfen, die Rohre zu schließen, die Lecks hier im Wasser. Ja, die sehen wir hier wunderbar. Ich save mal. Nur sicherhalber. Schnell, schnell. Ich soll mir vielleicht einen Radix reinhauen. Strahlung ist schon ein bisschen heftig. Ja, das lief besser als erwartet. Schnell rein und wieder raus. Wenn ich diesen Zulauf schließe, kriege ich vielleicht genug Druck. Hallo. Ja, genau. Ich überlasse dir die Ehre. Drück den Schalter an der Pumpe. Hey. Meyerlurks. Ist wohl keine Überraschung, dass sie jetzt wild geworden sind. Naja, ich muss an dem Ding noch weiter basteln. Dürfte aber jetzt nicht mehr allzu schwierig sein. Danke fürs Anpacken. Hier, nimm das, bevor du gehst. Oh, sehr gut. Nett. Du hast eine neue Gesichtstätowierung freigeschaltet. Eine weitere Ausgabe Tabu-Tattoos. Schon die zweite, die wir haben. Oh, hier müssen wir den Leuten helfen mit dem Raider-Problem. Hier müssen wir das Medaillon holen für den Blake Abernethy. Ich glaube, hier in der Nähe ist auch die eine Jagd mit dem Quantumhirsch. Ne? Das ist ja auch hier in der Nähe. Der Quantumhirsch. Das ist auch hier oben in der Ecke. Das können wir auch noch erledigen. Und das Medaillon. Das ist hier. Versuchen wir erstmal diese drei Dinger zu erledigen. Als erstes vielleicht das hier und das hier. Und das hier kommt ja dann eh später erst unten in Lexington bei der Kovic-Anlage. Deswegen steppen wir jetzt, glaube ich, erstmal zu der Satellitenstation. Voll des Medaillon. Gerechtigkeit für einen Vater. Guter Folgentitel.
Das wird sicher. Nicht mit uns. Oh. Ja, dann ran ans Werk. Ist zu gut geschützt. Also auf der Distanz mit der Schrotflinte zu schießen, ist nicht sonderlich smart. Aber ich meine, das passt ja ganz gut zu den Raidern. Ja, sieht ganz danach aus. Thank you.
Aber erstmal in Intelligenz ein, zwei Punkte mal reinballern, dass wir dann auch Hacker machen können. Das ist auch wichtig. Oh, das Medaillon haben wir. Das wär's. Geschafft. Bald überlastet. Nichts gut. Überlastet blitz. Muss das Terminal finden. Oder Nuke. Die ist ja schon mal ganz ordentlich. Verdammt noch mal, ja. US-Handbuch für verdeckte Einsätze FH510. Du wirst dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Das ist auch schon mal ganz gut. So. Mal beeilen, bevor der Wodka seine Wirkung nachlässt. Dann sind wir überlastet. Aufgepasst. Hey. Das hier.
Das ist, glaube ich, besser, ne? Ja. Etwas besser wird. Oh, ein bisschen Essen habe ich immer dabei fürs Heilen auch so. Man kann sie ja da durchaus sehr gut heilen, wenn es gebraten ist. Ganz kurz mal bei den Ebernephys vorbei stimmen. Das ist auch nämlich gleich erledigt. Hast du das Medaillon schon gefunden? Suchst du Arbeit? Wir können. Ich habe das Medaillon zurückgeholt. Ist das dein Ernst? Das sind wunderbare Neuigkeiten. Conny wird sprachlos sein. Ich bin sicher, sie wird ihre Preise senken nach allem, was du getan hast. Und du kannst gerne unsere Werkstatt benutzen. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Oh, und jetzt können wir sie ausrauben. Ohne einen auf den Deckel zu kriegen. Ich hoffe, du weißt, wie viel du für uns getan hast. Ach, so nicht die Rede wird. Mir gesagt, was du für uns getan hast. Für Mary. Ich weiß, das ist nicht viel, aber falls du handeln willst, mach... Conny wird jetzt beruhigter sein, wo sie das Medaillon zurück hat. Ja, wir müssen hier auch noch was skillen. Das hier brauchen wir, lokale Anführer. Dass wir Versorgungsrouten zwischen unsere Siedlungen machen können. Dann können wir zum Beispiel auch die Werkstattinventar, das Werkstattinventar aus Sanctuary auch hier benutzen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch einen Punkt in Charisma setzen. Dann können wir erst das hier skillen. Das brauchen wir.
Oh, ja, ja. Das dauert ein bisschen länger. So schnell geht der Hase nicht. Geschafft. Das Zeug ist ja wieder gespawnt. Wie schön. Da ist ein Jagdgewehr drin gewesen. Das ist schön. Jetzt regnet es schon wieder. Piss dich doch, Alter. Es ist doch noch neblig. Der Basketball ist ja auch wieder gespawnt. The fuck?
Kurz die Power Armor ablegen gehen. Beziehungsweise das Gestell. Alles hier. Na, Alkohol hier nicht ran. Nett. Hot Roder, du hast eine spezielle Lackierung für deine Power-Rüstung freigeschaltet. Der 24.05.76, Dylan. Komisch, noch mehr dieser Protektrons ohne Arme und Beine. Wie kann einem das bei der Produktion nicht auffallen? Lassen Sie die Roboter von anderen Robotern bauen? Das ist ein beängstigender Gedanke. Der 10.06.76, Mike. Roboter, die Roboter herstellen. Oh Mann, wir haben letztens diese Augobots reinbekommen, die keine Augen mehr hatten. Ist das nicht saugemein? Ha! Naja, wenn sowas fehlt, dann müssen sie eine Menge hier ihre eigenen Bots beschäftigen oder so. Der 22.07. Mike. Sie haben eben ein paar Wachbots abgeladen. Sieht nicht so aus, als würde irgendwas mit denen nicht stimmen. Warum schmeißen sie die Dinger einfach so weg? Ich überlege, ob ich nicht einen von denen Bots mit nach Hause nehme, damit er bei mir den Rasen mäht. Was denkst du? Du Scheiße. Der 13.09.77, Dylan. Noch mehr dieser Protektrons, denen alles fehlt. Ich habe von ein paar anderen Betrieben gehört, die Dinger auch reinbekommen. Da hat jemand mächtig Mist gebaut. Komisch, dass es billiger ist, sie hier abzuladen, als sie zurückzuschicken und ein paar Arme dran zu montieren. Der 15.10. Irgendwelche komische Typen, ganz in Schwarz, haben eben einen Wachbot abgeliefert. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Das Ding sieht voll funktionstüchtig aus. Sie haben das Teil sich sogar selbst auf den Hof fahren und dann abschalten lassen. Ich habe in die Kiste geschaut, die sie daneben abgestellt haben. Da waren Holobänder drin. Ich habe überlegt, sie mir anzusehen, aber diese Typen waren irgendwie ziemlich unheimlich. 20.10.77. Das war nur ein Witz, dass ich einen der Wachbots mit nach Hause nehmen will. Schau dir diese Holobänder nicht an. Wenn die Typen das hier abgeladen hatten, sie sicher einen guten Grund dafür. Und du solltest dich nicht in diese Sache reinziehen lassen. Wir haben hier einen ruhigen Job. Wir kommen ein paar Mal die Woche rein, gehen das Gelände ab und dann ab nach Hause.
Versau das nicht mit deiner Neugier. Ja, und dieses Holoband, was ich ausgenommen habe, das hätten wir aktivieren können. Dann wäre aber der hier ausgerastet, der Wachbot. Und dann wäre es unschön geworden. Sehr unschön. Sehr, sehr hässlich. Das war doch der, worauf wir geschossen haben, oder? ETF. Das kann ja auch nur wieder von Bethesda sein. Abgetrennter fliegendes Bein hier, einfach so. What the fuck? Das ist einfach wieder aufgetaucht. Da hell, Alter. Das wär's. Plünderer. Kein Plünderer mehr. Oh nee, Digga. Nicht diese Viecher. Alter, perfekt getroffen. Aua. Noch eins. Die Viecher können auch sowas von gefährlich sein. Ging aber alles gut.
Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Einer, der ohne leeren Magen endet. Oh. Ups. Ich habe gerade absolut nicht Tados geklaut. Hey. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Immer mit der Ruhe. Ich gehöre zu den Minutemen. Ich bin hier, um zu helfen. Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. 60 Minutemans, badadadam, 60 Minutemans. Wir bauen die Minutemen von Grund auf neu auf. Wir sind jetzt wieder die Guten. Freut mich zu hören. Ist auf jeden Fall schlimmer geworden, seit die Minutemen den Bach runtergegangen sind. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme. Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Ich trete den für euch in den Arsch. Kein Problem. Danke dir. Wenn ihr uns dieses Mal wirklich helft, wäre das echt ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, die Kovic-Anlage. Wie gesagt, in Lexington hier unten. Wir erledigen jetzt erstmal das mit dem leuchtenden Hirsch. Ich nicht knacken. Du willst mich verarschen, das ist schon wieder ein Youngboy. Das gibt's ja nicht. Der, was schluckt denn der? Alter, der Köder hat einfach den Youngboy gekillt. Dankeschön. Zwei Snacks mehr. Mwahaha. Bitches. Opi hat mir viele Geschichten von der Jagd erzählt, aber die beste war die vom Quantum-Hirsch. Der alte Mann liebte Quantum,
über alles. Er kannte sogar einen Trick, wie man die Konzentration erhöhen konnte. Das Zeug war dann so dickflüssig und wirkungsvoll, dass sein Bart ganz blau wurde. Wir machten dann immer Witze, dass Opi greller leuchten würde als eine Laterne, falls wir mal kein Licht dabei hätten. Er konnte sich außerdem kaum tarnen. Wenn wir also auf die Jagd gingen, machte er bei einem kleinen Teich Halt und wusch sich das Blau aus dem Bart. Aber als er in dieser einen Nacht am Wasser niederkniete, strahlte auf einmal die ganze Wasseroberfläche wie ein Weihnachtsbaum. Nur lag es diesmal nicht an seinem Bart. Obi sprach von einem Hirsch mit leuchtend blauem Fell und goldenem Geweih, der doppelt so groß war wie normal. Das Tier war so unglaublich majestätisch, dass er ganz vergessen hatte, seine Waffe zu zücken und das verfluchte Vieh zu erschießen. Stattdessen verharrte er nur reglos wie ein Stein, während ihm das Tier in die Quantum von Gesicht leckte. Obi hatte eigentlich ständig einen Sitzen, darum habe ich nie besonders viel darauf gegeben, was er so erzählte, aber natürlich hielt mich das nicht davon ab, die gleiche Geschichte meinen Jungen zu erzählen. Kinder brauchen etwas, woran sie glauben können. Warum also nicht das? Aber mein Junge sagte mir, er hätte den Hirsch auch gesehen. Ich dachte schon, dass er mich auf den Arm nehmen wollte. Doch dann zeigte er mir die Spuren. Ich weiß nicht, ob dieser Hirsch Quantum im Blut hat, aber dafür weiß ich, dass er gut eine Tonne Fleisch mit sich rumträgt. Ich gehe runter zum Wasser und deponiere dort den Köder. Der Junge versteckt sich währenddessen auf dem Dach und gibt den Schuss ab. Hoffentlich trifft er. Der Junge weiß es noch nicht, aber wir haben nichts mehr zu essen. Ich habe ihm gesagt, was auch immer mit mir geschieht, er muss das Vieh jagen und erledigen. Durchsuche die Leiche des Jägers. Oh. Manuel Karabiner. Kritische Treffer verursachen doppelten Schaden und der Balken für kritische Treffer füllt sich zu 15% schneller. Folge der Quantumspur. Aufgepasst. Papa, das Unterholz ist hier sehr dicht und die Spuren nur schwer zu verfolgen. Ich habe mein Lager auf dem Hügel im Westen aufgeschlagen, halt nach den Quantumflaschen Ausschau. Ist nicht gerade sonderlich smart, so eine Notiz hier hinzulegen. Das kann ja jeder lesen. Raider, Gunner, alles Mögliche.
Scheiße. Oh, Baby. Gib mir die Quantum. Sag ich niemals nein. Das hier ist die absolute Jagdwaffe. Des Jägers Manual Gewehr verursacht 50% mehr Schaden gegen Tiere. Also auch Yaokwais und so ein Scheiß. Das Teil hier zwiebelt ordentlich rein. Ich wollte nicht auf den Hirsch schießen, aber Papa hat mich gezwungen. Er hätte sicher auch gewollt, dass ich ihn töte, wenn die Mylurks nicht gewesen wären. Sie sprangen auf einmal aus dem Teich und jagten allen einen gehörigen Schreck ein. Ich wollte Papa helfen, aber ich musste ihm versprechen, den Hirsch zu jagen. Und das tat ich auch. Die Kugel muss ihn gestreift haben, weil der Hirsch stark blutete. Ich konnte der Spur bis zum Teich nicht weit nördlich von hier folgen. Wahrscheinlich ist das sein gewohntes Wasserloch, aber ich werde meinen Lager aufschlagen und auf Papa mit dem Köder warten. Wir müssen nur die konzentrierte Nuka-Cola Quantum ins Wasser schütten und ein wenig warten. Aber irgendwie meldet sich wieder mein Gewissen zu Wort. Mir ist klar, dass wir etwas zu essen brauchen, aber ich kann es einfach nicht tun. Wenn ich doch nur eine zweite Flasche dabei hätte, dann könnte ich dem armen Tier etwas zu trinken geben und es dann fortschicken. Vielleicht kann ich das ja immer noch. Ich brauche nur das Rezept. Ah, gib die konzentrierte Nuka-Cola Quantum in den Teich. Versteck dich im Unterholz. Lass mal kurz leveln. Wir haben die Mission des Vaters erledigt. Quantumfleisch hier sogar. Und des Pirschers Impro-Repetierpistole. Erhöhe die Präzision, aber auch die AP-Kosten im Wetz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Boah. Das ist nichts Wildes. So. Jetzt sind wir wieder bei der Hütte hier, wo der Plünderer war. Könnten wir mal so langsam schauen, dass wir dann so ein bisschen schon mal in die Richtung Lexington gehen? Ich meine, hier oben haben wir noch den Außenposten Simonia. Gibt es hier noch irgendeine Quest in der Nähe? Hm.
Echos der Vergangenheit. Was ist denn das? Das ist ganz da hinten. Töte Pyro, der ist eigentlich auch hier irgendwo in der Nähe, oder? Ja, hier hinten ist ja auch irgendwo, glaube ich, auch Saukes Ironworks. Kommen auch noch dazu. Heimweg, das ist, glaube ich, diese Sturmgewehr, wo wir dann auch ganz viele Orte besuchen müssen. Ja, das können wir noch machen. Das ist ja hier in der Nähe. Ja. Die blutbefleckte CR-74L verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Lies die Einträge im Commonwealth-Reiseführer. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.